Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Risen 2 Dark Waters. Ja, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben und ich habe gerade ein bisschen nachgedacht. Wir haben ja 1000 Gold als Belohnung bekommen. Und ich möchte einmal kurz zu ihm nochmal. Okay, da kann ich das nicht. Ich würde gerne Diebeskunst ein bisschen lernen, weil ich habe mir überlegt, wenn wir ja den nächsten Skill hier haben bei das hier ist ja das Affen-Ding. Und der kostet 1000. Problem ist, ich weiß ja nicht genau, wo ich das finden kann. Ne? Fähigkeiten kannst du erlernen, indem du einen Lehrer findest, der sie dir beibringt. Du musst dazu die nötige Voraussetzung erfüllen. Ja, weil Affentraining ist, glaube ich, ganz geil. Ich weiß nicht, ob wir dazu einen Affen bekommen. Aber wir haben 1000 Gold auf jeden Fall durch die Quest ja bekommen. Das ist ja schon mal nice. Und shit. Und ich komme mal vor dem mal. Ihr seht auch hier unten, die Leiste habe ich eben gerade sortiert. Ich möchte noch einmal kurz zurück, weil hinten auf der Insel war ja ein Lehrmeister auf der Arbeiterinsel. Da möchte ich noch einmal kurz hin. Dann möchte ich das lernen für 1000 Gold. Es wird Zeit, neu. So. Und zwar hier hin nach Takarigua. Ich möchte das dann einmal lernen, weil das uns sehr viel Gold beschaffen kann, denke ich mal. Mit den ganzen Affen. Also dieses Affenzeug und so. Ich werde, denke ich, einfach mal Chani. Ne, ich habe da keine wirklich. Wobei, ich weiß nicht. Ich nehme Patty mit. Hier, Patty. Komm mit. Gut. Komm mit, Patty. Und, ja, dann werden wir jetzt einmal kurz die Diebeskunst-Dings da nochmal lernen. Weil das können wir ja. Ich meine, bei ihm hier lernen, ne? Weil er ist ja so ein Diebesmeister-Typ. Können wir bei Lass bei dich nicht verarschen. Okay, nee. Und ich wollte auch mal gucken. Ich natürlich. Brauchen wir rum. Grog kann ich auch lernen. Das kostet nur einen. Wir holen uns das mal. Was ist das denn hier? Schmerztöter. Kostet halt 500. Ich will erstmal warten, weil ich habe mir überlegt, wir können ja dann lernen, wie man Grog brennt. Das möchte ich aber kurz einmal erst nach hinten verschieben, weil ich möchte erst kurz zu einem Typen, der das kann. Ich habe nichts, ne? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Da kann ich nur kämpfen. Wo kann ich jetzt nochmal Diebeskunst lernen? Ich brauche irgendeinen Dieb-Typen. Die alle konnten das nicht, ne? Ich habe gedacht, ich kann das bei ihm vielleicht lernen. Was denn? Nix. Überzeugender. Lass dich nicht verarschen. Wo kann ich denn die Diebeskunst nochmal lernen? Wo kann ich die Diebeskunst lernen? Bei ihm wahrscheinlich nicht. Ich habe genug eigene Sorgen. Okay, dann. Konnten wir bei ihm das lernen? Glaube nicht, oder? Wir gucken einmal kurz. Jetzt habe ich Okay, können wir da was lernen? Das ist aber. Nee, dann sind wir hier, okay. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Wo konnte ich denn die Diebeskunst lernen? Was ist oben eigentlich nochmal mit der Truhe? Habe ich die damals schon geöffnet gehabt? Oder kann ich die jetzt noch öffnen? Okay, die habe ich damals schon geöffnet gehabt. Das ist gut, sag ich mal. Aber wo kann ich denn jetzt nochmal Diebeskunst lernen? Wer kann mir das denn beibringen? Die Wache ist ein bisschen verwirrt. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ich muss weiter. Das war Klingen. Bei dem oben da am Gefängnis konnte ich das auch nicht lernen, ne? Das ist doch alles kacke gerade. Wo kann ich denn Diebeskunst nochmal lernen? Das ist halt blöd, ich dachte, ich kann das bei ihm lernen. Bei ihm da. Aber warte, er oben konnte, hatte da nicht auch Diebeskunst, wo wir im letzten Part hin vorbeigelaufen sind für die Brennerei, wo ich dann mitbekomme, ach ja stimmt, wir sind ja noch zu schlecht dafür. Hat er eigentlich auch Diebeskunst? Konnte ich da nicht auch was lernen?
Affentraining würde ich gerne haben. Zeig mir ein paar von deinen. Welchen? Da, Äffchen zähmen. Zeig mir, wie ich ein kleines Äffchen zähme. Die musst du nicht zähmen. Du kannst bei mir schon abgerichtete Tiere kaufen. Ich habe ihnen beigebracht, Gegenstände einzusammeln, Türen zu öffnen und an Hebeln zu ziehen. Ich erkläre dir die Befehle, die du kennen musst. Das ist alles, was du wissen musst. Das ist alles? So viel Gold für ein paar Kommandos? Hm, meinetwegen. Ich gebe dir ein Äffchen dazu. Wenn es wegläuft oder stirbt, kannst du bei mir ein neues kaufen. Okay, das ist super. Weil wir hatten ja hier, wo war denn dieses Maya-Ding gedöhnt? War das, nee, das ist ja die Arbeiter, das sind die Arbeiter. Wo ist dieses Maya-Tempel-Ding? Mussten wir da irgendwo hin? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, hier lang ging es dahin, ne? Da konnten wir damals nicht durch wegen den ganzen Wildschweinen und sowas. Die waren ja ein bisschen stark. Wenn ich da aber hingehe, da wo wir damals auch diesen den Schatz gefunden haben, ich meine, da konnten wir auch noch mit dem Affen da durch. Weil dann würde ich da jetzt erst gerne mit dem Affen durch. Dann würde ich auf die andere Insel, wo wir vorher noch waren, weil da konnten wir auch was machen mit dem Affen. Ich hoffe so, dass wir so relativ viel Geld zusammenbekommen können, dass wir dann ja uns die anderen Sachen holen können, dass wir sozusagen lernen können, wie man Gork und sowas macht. Natürlich auch super nice. Oh, hier haben wir noch was zu essen. Was ist hier nochmal drin? Hier haben wir auch schon. Das war der eine Punkt auch gewesen, oder? Ich glaube, hier kamen wir auch nicht mehr. Kann ich die Knochen hier mitnehmen? Nee. Ich glaube, hier kamen wir auch nicht mehr weiter, weil wir kein Äffchen hatten. Ja. Genau hier. Wie mache ich das denn? Alles. Habe ich irgendwo den Affen oder so? Da, Äffchen. Wenn ich jetzt die 7 drücke? Ah, den können wir ihn rausholen. Haltet. Okay. Kann ich gegen die kämpfen? Nee. Hebel. Das ist geil. Also, da muss ich auf jeden Fall dann nochmal ein richtig schönes Screenshot von dem Affen machen. Irgendwo, wo es heller ist. So. Hier kriegen wir nochmal umsonst Ruhm ein bisschen. Zack. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar sehr schöne Artefakte und sowas finden, die ein bisschen Geld wert sind. Oh, ein Wächter. So. Und einmal draufschießen. Einmal draufhauen jetzt. Jetzt zack, durch. Die Keule von ihm bekommen. Sehr schön. Ein bisschen, ja, alt haben wir hier Filiale noch. Oh ja. Ich glaube, mit dieser Eingrabstätte haben wir jetzt ja sogar schon das Geld drin, was wir dafür investiert haben. Wir gucken mal ganz kurz. Oh, mein Auge juckt die ganze Zeit. Ja, 100. 300. Idol hatten wir auch noch, ne? 300. 700. Ne, 800 sind wir schon. Und hier auch noch ein bisschen was. 800. Also um die 1000 oder so hätten wir jetzt, glaube ich, schon fast zusammen. Dadurch, nur dieses eine Ding jetzt hier. Gut, wir müssen natürlich nur noch mal einen Wächter ausschalten. Was jetzt aber nicht das Problem ist. Ich möchte einmal kurz gucken, wo die Wildschweine waren, weil da könnte natürlich jetzt auch richtig, also ich glaube, da war auch so ein Ding. Da könnten wir natürlich auch nochmal richtig fett Asche machen. Wie ist das mit dem Altar? Kann ich hier zum Beispiel jetzt auch eine Krone drauflegen? Keine Ahnung. Das ist die Dual Body auf jeden Fall, das ist 500 Gold wert. Das will ich da nicht reinstecken. Aber wunderbar. Wir haben nochmal Free Money bekommen. Und ein paar, bisschen Free Room da, ne? Also, Room ist ja auch nicht schlecht. Brauchen wir ja auch, weil wir wollen ja Herrscher noch weitermachen, dass wir mehr Leben haben. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen Hauptproblem bei uns, weil wir so wenig Leben haben. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich meine, 30 Leben jetzt schon. Wir hatten noch 30 mehr, ne?
Ja, Charakter? Ja, nee, 20 sogar, nur 20 mehr. Aber 20 ist halt auch schon mal ein Fünftel mehr, als was wir vorher hatten. Jetzt müssen wir hier irgendwie runterkommen, weil da unten ist ja dieses andere Ding. Aber hier sollten wir eigentlich ganz gechillt runterlaufen können, hoffe ich mal. Wie das ausschaut. Okay, ganz gechillt vielleicht nicht. Aber wir sollten hier runterkommen können. Ja. Dann gehen wir hier lang. Oh, oh. Oh, oh. Aua, aua. Habe ich mal so ein Protein hatten wir rein. Hier haben wir ja auch noch mal ein bisschen Ruhm, was wir uns holen können. So, erstmal die Wildschweine hier umhauen. Aua. Kannst du bitte das anvisieren, was dich angreift? Das wäre super nett. Ah, guck mal, wie einfach das jetzt geht. Okay, gut, wir hatten natürlich auch noch Verstärkung dabei. Aber trotzdem, wir kriegen halt ja auch hier ein bisschen Proviant wieder. Und ein bisschen, in Anführungsstrichen, einfach für die Gold, was wir auch so benutzen können. Hier haben wir die eine Schatztruhe nämlich gefunden. Dafür cool, wenn ich den zähmen können übrigens. Aber kann ich leider nicht. Dafür cool, wenn ich so einen Affen zähmen kann und den bei ihm abgeben kann. Und dafür kriege ich einen gezähmten Affen, beziehungsweise der kostet halt nur ein bisschen extra Gold oder so, ne? Das wäre ziemlich nice. Der Sarkophag ist leer und hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Genau, hier konnten wir aber auch nicht wirklich mit den Affen weiter. Aber ich meine, von einer von diesen Seiten, da konnten wir nicht weiter, weil wir dafür einen Affen bräuchten. Und da wäre natürlich super nice, wenn wir jetzt mit dem Affen und hier noch ein bisschen mehr Gold schnappen können. Und ich hoffe auch, dass unser Affe nicht stirbt, weil ich möchte eigentlich nicht, dass er stirbt. Und wäre er wahrscheinlich weitergegangen, wäre er vielleicht gestorben, der Affe. Deswegen ist ganz gut, dass wir nur da den Hebel betätigt haben, weil ich glaube, der Wächter hätte auf dem Affen draufgehauen und dann wäre er natürlich Matsche gewesen. Also ich denke mal, dass er Matsche gewesen wäre, weil so ein Wächter mit so einer fetten Keule da auf dieses kleine süße Äffchen da draufhaut, das könnte schon ein bisschen wehtun. Und da bin ich ganz froh, dass unser Äffchen das auf jeden Fall überlebt hat. So. Warum bin ich hier nicht lang gegangen? Weil er ein Ghoul ist oder was? Okay, Ghoul tut natürlich auch ein bisschen weh. Und bam, Junge. Ah ja, komm schon. So, noch eine Kralle dazu bekommen. Hier war ich echt nicht? Wegen dem Ghoul? Ja gut, damals waren wir halt super schwach noch. Auch nochmal ein bisschen Money. Guck mal, sonst wäre ich hier auch nicht zurückgegangen, ne? Hier ist irgendwo doch eine Falle 100 pro, Alter. Nicht? Okay. Okay. Bevor wir das Sido jetzt holen, ich werde mal ganz kurz das Spiel speichern. Weil, ja. Okay, irgendwie hat sich jetzt eine Tür irgendwo geöffnet, aber wo? Aber wo ist jetzt die Frage? Das ist ein Wächter. Aber wir können ihn fighten, ne? Das ist jetzt ja nicht so das große Problem. Ich bin bei dir. So, und du da. Ich von der Seite und dann hauen wir ihn jetzt einfach um. Einfach mal hier Probleme ab mir reinhauen. Ein bisschen knapp. Aber ja gut, es war auch eine Falle eigentlich, ne? Aber ich habe halt gehofft, dass wir hier vielleicht noch andere Sachen drin finden. Und deswegen bin ich eigentlich runtergesprungen. Aber gut. Na, ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall auch, was hinter der verschlossenen Tür war. Gut, es hat sich irgendwo eine Tür geöffnet, ne? Das will ich jetzt hier noch echt umgucken, ob irgendwo noch die Tür sich geöffnet hat. Eine, die ich jetzt brauchen könnte. Es ist halt dann wieder Free Loot, der da sein kann, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube übrigens, dass uns jetzt das, die 20 Leben uns geholfen haben, die wir jetzt sozusagen gewonnen haben dadurch. Ja komm, wir gucken noch kurz auf der anderen Seite. Wenn da nichts ist, dann gehen wir auf jeden Fall wieder raus hier. Ja, halber Part ist schon um, nur durchsuchen und so. Aber hey, wir haben ein cooles Äffchen. Würde ich dann auch nochmal gleich einen schönen Schulschuss von dem Äffchen machen. Und hier sollte jetzt eigentlich nichts sein. Ich meine, wir können uns ja gleich rausreportieren, weil ich meine, hier war sonst kein Schrein oder sowas mehr. Ja, nee, hier war nichts mehr. So, dann gehen wir nämlich dahin. Werden einmal die Sachen verkaufen. Dann können wir gleich einmal lernen, wie wir Grog und sowas machen. Und dann können wir das ja auch schon mal lernen.
So. Ich brauch... Natürlich. So, und das hier können wir uns eigentlich auch holen, ne? Ja, komm, holen wir uns mal. Da holen wir uns auch mal ein paar von. Zack. Und jetzt können wir erstmal ordentlich was Schönes hier verkaufen. Wir haben ja auch ordentlich jetzt Money gemacht, in dem Sinne. Guck mal, das hier kann weg. Zack. Affenstatue. Idole, 2 Stück alleine schon, Alter. Das hat sich auch schon gelohnt. Das hat sich echt gelohnt. Und dann halt auch noch ganz viel anderen Stuff hier, ne? Komm. Machen wir eben wieder hier alles auf schön auf gerade Zahlen. Zack. Die können wir nicht gerade machen. Davon verarbeiten wir gleich noch was. Hier machen wir Federn. Zack. Und nochmal 3. Weil Jade brauche ich ja auch gar nicht so viel, ne? Weil Jade ist ja eigentlich eher dafür da, dass wir damit die Sachen herstellen können. Okay, wir haben jetzt über 1000 Gold. Das ist super. Weil jetzt können wir... Oder warte, was hat er denn noch, was er uns beibringen kann? Kannst du mir... Was willst du denn? Einschüchterung nur, ne? Schusshalten besser wegstecken. Ich glaube, ich würde dann eher darauf gehen, dass ich vielleicht nochmal gucke, dass ich mehr aushalte, auf dieses Gelungen sozusagen gehen. Aber hey, wir haben das Äffchen, Mann. Das ist mega cool. Das müssen wir gleich auch irgendwo noch cool präsentieren einmal. Also das Äffchen rausholen und dann einmal kurz hier zeigen, wie cool das ist. Ich will Schnaps brennen lernen. Das Wichtigste ist der Zucker und das Wasser. Zusammengerührt fängt das an zu gären. Dann packst du die Brühe auf den Brennkessel. Du musst immer die Temperatur überwachen. Wenn die nicht stimmt, kannst du das Zeug direkt wegkippen. Wie mache ich unterschiedliche Schnäpse? Durch weitere Zutaten. Aber die stehen alle im Rezept. Solange du dich an das Rezept hältst, kann dir nicht viel passieren. Okay. Lass mich mal an die Schnapsbrennerei. Okay, wir können jetzt ganz viel Stuff machen. Grog will ich auf jeden Fall 3 Stück von machen. Nein, Grog war das Gute, ne? Will ich auf jeden Fall mehr machen. Aber ich will einmal davon einen machen. Einmal davon. Rum will ich auch nochmal eben einen machen. Und aus dem Rest hier mache ich mir das hier. Wunderbar. Huch. Okay, dann heißt hier du, ich hab noch Grog. Nimm eine Flasche. Hier. Okay. Und, dann gehen wir einmal kurz runter und holen noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Zucker. Ich muss mal gucken, wie viel Geld ich jetzt gleich noch hab. Das gucken wir aber einfach, indem wir mit ihm handeln, ne? Nicht ins Inventar, weil wenn wir dann wirklich was kaufen, dann gucken wir eh sozusagen zweimal nach. Deswegen gehen wir einfach hin, fragen einmal, bisschen gucken einmal. Zack. Ich brauch nicht. Zucker. Einer kostet 50, ne? Das sind 500, ne? Ja, komm, holen wir uns. Das ist halt echt super nice, weil wir jetzt da unten den Grog sozusagen erhöhen können. Grog ist auch das, was wir... ja gut, jetzt gucke ich trotzdem ins Inventar. Ich bin der Held, ne? Was ich auf der 4 habe, das müsste Grog sein, ne? Das ist... Ne, rum ist das besser. Da Grog ist nämlich der 50% hoch macht. Aber ich habe ehrlich gesagt lieber den 50%... Dingsies. Okay, wobei wir haben halt auch mehr Leben jetzt mittlerweile. Dann würde sich das andere vielleicht auch lohnen. Aber ich mache mir einfach davon noch mal ein bisschen was und so und fertig. So. Lass mich. Oder machen wir uns den Rest rum. Hm, können wir auch rummachen. Aber wir machen mal Grog, weil das bringt. Wir können jetzt. Es bringt im Endeffekt gleich viel. Aber wir machen uns davon noch mal was. Zack, wunderbar. Das wollte ich auf jeden Fall. Jetzt verlieren wir wieder Leben, ist aber okay. Oh. War vielleicht nicht ganz so okay, weil ich nicht voll war, aber Charlie hält uns ja gleich. Und wir wollen jetzt ja eh einmal kurz weiterfahren auf die Insel, wo wir vorher waren. Danke, Charlie. So, Party. Party. Ah, immer muss man auf die Frauen warten, ne? Es wird. I cap. So, und zwar will ich. Wir waren nicht hier, glaube ich, ne? Wir gucken mal kurz. Zack. Zack. Ja, da sind wir richtig, ne? Da nehmen wir jetzt aber eben einmal Charlie mit. Komm mit. Gee. Weil ich glaube, Charlie da doch besser ist, wegen Heilung und sowas. Und wenn wir dann in das Ding reingehen, dann bräuchten wir eventuell Heilung. Wo war denn noch eine Tempel? War hier das? Ich glaube irgendwo, ne? Wir gehen mal da hin.
Wir müssen in diese Richtung, sehe ich das richtig? Right. Ist halt dunkel, aber ist es dunkel, ja, ihr habt recht. Ich sollte das ändern, weil dunkel ist nicht gut, dann sieht man weniger, vor allen Dingen ihr. So. Bis zum nächsten Morgen, jetzt fängt es an zu regnen, passt auf. Passt auf. Nee, tut's nicht, okay. Ich habe mir gerechnet. War so geil, ne? Wie ich mich hinlege zum Schlafen und alle anderen einfach da vorstehen bleiben müssen und mir zugucken. Was ist bei euch denn los, Alter? Macht ihr Party oder was? Naja gut, wahrscheinlich machen die wirklich Party, weil der Typ jetzt da besiegt ist und alles. So. Dann will ich da jetzt mal hinlatschen, ne? Glaube ich hier hin oder... War ja, glaube ich, eine Höhle gewesen, ne? Da ist auch nochmal so ein Tempel. Ich glaube, das war der Tempel, wo wir den Typen hier umgehauen haben. Und dann juckt mir die Nase. Und ich meine, da konnten wir auch Dings machen. Da brauchten wir auch einen Affen für die Einstellung. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn jetzt hier? Warum sind hier Gegner? Okay. Was auch immer jetzt hier los ist, warum sind hier auf einmal Gegner? Ich habe auch noch Essen, was ich denken kann. Gut, dass ich Charlie mitgenommen habe, weil Charlie gibt halt extra nochmal Dings, ne? So, ich will den Affen eben noch einmal kurz, weil da gibt es auch noch was raus. Zack. Okay, warum sind hier auf einmal Gegner wieder? Das ist sehr komisch. Aber okay. Nehme ich so hin, ne? Muss ich ja so hinnehmen. Hier war, meine ich, nichts. Ne, da kann man, glaube ich, nicht durch. Können wir mal zum Feier des Tages einfach mal eine Fackel machen. Oh, meine Nase, ne? Ja, den Hebel, den kennen wir ja. Hier war der Dude, ne? Oh, da haben wir einen Gegner. Oh! Das ist ein Krieger. Zack. Ja, ich verliere halt Leben, das ist mir eigentlich relativ. Weil Chani uns ja hochheilen kann. Oh, und jetzt einmal den Rest im Nahkampf hier. Oh, da ist noch ein Typ. So, warum habe ich jetzt... Ich habe 4 gedrückt, aber warum bin ich nur so ein bisschen... Warum habe ich nur Regeneration? Das ist sehr komisch. Nochmal ein Speer. Kurz mal die Fackel holen. War ich hier echt noch nicht drin? Aber der Sarkophag ist leer, so war ich hier. Ja, hier ist doch das Ding, wo der Typ ist. Oder war. Wie kommt es denn hier, dass auf einmal neue Dinger drin sind? Warte, ich kann doch jetzt eigentlich... da was draufstellen. Goldene Maske. Ist das eine Maske gewesen von denen, die wir... Ja, ne? Bin ein bisschen verwirrt gerade, wo wir hier sind. Ah, hier kommen wir wieder raus. Wow. Ja, die goldene Maske konnte ich ja eh nicht verkaufen. Also wir können die eigentlich da stehen lassen. Eigentlich. Aber gut, ja. Bin echt ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Äffchen so bulle unten ist so niedlich, ne? Ich finde das super süß. Hier war jetzt ein Tempel. Wo sind wir jetzt hier auf der Map? Okay, da. Ich will da noch hin. Ich meine, da war auch irgendwas. Ich hoffe, dass da der andere Tempel war. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Das weiß ich nicht ganz genau. Brauchte ich in der Höhle auch einen Affen? Konnte ich da irgendwo lang mit einem Affen? Weiß ich auch nicht genau. Was weißt du eigentlich? Ja, gar nichts. Das ist ja das Problem. Warum ist hier überall noch Gegner, Alter? Ich meine, ich beschwere mich nicht, weil das ist Ruhm, den wir dadurch bekommen. Das ist ja nicht so schlimm. So, komm, jetzt. Mach die Termiten hier mal fertig, Kollege. Lass bitte auf die gehen, die blöd ist. Kann ich die umkicken oder was? Warum lag die eine gerade auf dem Rücken? Super komisch. So, komm schon. Hallo. Darf ich da jetzt auch mal zuhauen?
Finisher. So, Fackel eben kurz einmal nehmen. Die Dinger looten. Weil Loot ist immer gut. So, und da oben haben wir noch meinen. Warum denn hier überall Gegner ist auf einmal? Oder war ich echt so blöd und habe die ganzen Altare hier einfach nicht gefunden? Keine Ahnung, kann ich euch wirklich nicht sagen. Ihr könnt mir das wahrscheinlich eher beantworten, als ich mir das selber beantworte. Charlie, würdest du mich heilen? Würdest du mich, danke. Das ist super. Gut, dass ich Charlie hier mitgenommen habe. Komm jetzt, hau drauf, Mann. Na komm, Charlie heilen. Bitte, danke, danke. Hatte ich hier oben noch einen Gegner? Ne, da war nur eine Fackel. Die ich jetzt nicht unbedingt aufheben musste, aber gut. Okay. So. Bam, Junge. Wäre cool, wenn ich irgendwie blocken könnte oder so Angriffe. Oder irgendwie sowas Cooles noch. Johnny, Heilung, danke. Johnny ist die Besteste, weil die kann heilen. So, den Speer nehmen wir natürlich auch mit. Das ist Money umsonst hier. Aber eben das hier mitnehmen. Habe ich jetzt irgendwie was gesehen gehabt irgendwo? Nee. Da, einmal das da. Ui, 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 das war knapp. Ja, hier sind wieder die Leichen. Das ist super verrückt hier gerade. Oh, hier sind ziemlich viele Gegner drin. Sollte da vielleicht mal etwas rausziehen. Daneben. Daneben. Kann ich auch mal treffen. Daneben. Kann ich auch mal treffen. Danke. Okay. Ich brauche 3 Hitsticker für die, ne? Genau. Okay, ja gut, das Ding ist aber so geschwächt, da kann ich jetzt den Rest im Nahkampf machen. So, einmal draufhauen. Aua. So. Alter, was ist hier los? Fuck! Shit! Ich habe so gehofft, dass sie mich heilt. Das ist so weit weg gewesen, ne, wo wir es zuletzt gespeichert haben. Ne, das war hier noch. Okay, gut. Puh. Das ist okay. So. Ich werde einfach nur mit Schießen draufhauen, weil das, glaube ich, mit am effektivsten ist. Und ich glaube, Charney da besser gegenheilen kann. Wenn ich den auch mal treffe. Alter. Reicht jetzt hier, Kollege, Alter. Bam! Finisher! So, komm schon. Müssen wir uns halt wieder durchkämpfen, was ein bisschen blöd ist. Aber gut. Sperr mitnehmen, die Fackel mitnehmen. Und das Ding nochmal looten. Und jetzt gleich kommt nochmal eine Falle. 3, 2, 1, Falle frei! Das wäre jetzt so peinlich, hätte ich das nicht geschafft, ne? Bam. Ich meine, ich kann mir heute gegen Proteinhappen essen, ne? Gegen den Scheiß hier. Muss sie jetzt nicht zwangsweise, weil sie kann nämlich eigentlich heilen. Aber im Kampf tut sie das, glaube ich, nicht so gut. Und zwar tut sie es gar nicht. Bam. Ich meine, ich muss sie auch nur super lau hauen. Den Rest, den kann man dann ja so machen. Da muss ich ja nicht wirklich komplett alle Muni für verschwenden. Kann natürlich auch einfach so machen. Natürlich auch möglich. So, einmal kurz den Speer hier einsammeln.
Toter Pirat. Da gab es ordentlich Stuff von. Oh oh. Zack. Oh, die kann ich auch so besiegen. Warum ist das nur noch Lebensregeneration? Hä? Habe ich nicht vorher mit dem Gork mich super krass geheilt? 50% meines Lebens? Oder vertue ich mich da super hart? Oh, Chani. Alles okay? Chani, da ist noch einer. Oh, du heilst mich. Das ist nett. So, den umhauen. Bam, das sah doch mal cool aus. Oh, ich hab irgendein Ding gesammelt. Na gut, also hat sich das wirklich gelohnt hier rein. Na dann. Sesam, öffne dich, gib mir was Schönes. Und, ja, aber eine Affenstatue alleine schon, ne? Das ist auch schon was. Da muss ich auch dringend aufpassen, ne? Wie oft hier irgendwo was steht an der Seite, ne? Und ich das dann übersehe. Da soll ich echt ein bisschen mehr drauf achten. Was, wenn ich da was draufstelle? Okay. Ist also egal, ob ich da was draufstelle oder nicht. Aber hey, das ist auch schon mal Free Money hier, was wir gerade bekommen. Da sage ich auf jeden Fall auch nicht nein zu, ne? Ist halt nur voll komisch, dass auf einmal überall neue Gegner sind.